Hallo Leute und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima, der siebten Folge schon. So, jetzt werden wir noch mal schauen, was wir heute machen. Ich denke mal so ein bisschen Nebenaufgaben und so. Kommt ganz drauf an. Ich weiß gar nicht, können wir das hier machen? Fuchsbau nicht abgeschlossen. Da könnten wir doch mal hin. Eine Schnellreise hinmachen. Vielleicht können wir den Fuchsbau dann gleich abschließen. Oh ja. Okay, dann rennen wir los. Dann hätten wir schon mal die erste Aufladung, glaube ich. Wo geht der denn hin? Runterfallen, wo ist er jetzt hin? Ist der Fuchs jetzt? Hallo? Okay. Ah, da komme ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr hoch. Ja, wieder toll. Ja, toll hingekriegt. Alter Schwede. Mal einmal rumrennen, vielleicht kommen wir noch mal rum. Er wird jetzt wahrscheinlich schon weg sein. Ah, da hinten ist die Statue, okay. Kommen wir von hier irgendwie runter? Okay. Okay, du hast einen neuen Talismanplatz freigeschaltet. Aber ich habe hier nichts anderes, aktuell nichts ausgerüstet. Ne, leider kann ich hier noch nichts machen, aber es ist schon mal wieder ein Platz mehr auf jeden Fall. So, okay. Den nehmen wir gerne mit. So, also jetzt hier wird es jetzt Burkineda. Ich würde sagen, wir porten uns mal hier ja und gehen dann hierzu die Fragezeichen runter. Dass wir hier mal ein bisschen das Gebiet aufdecken. Genau, das glaube ich ist nicht schlecht. Okay, unentdeckter Ort, 220 Meter.
könnte vielleicht hier oben sein. Und sind Aussichtspunkte oder sowas. Goldgipfelschrein. Vorsicht, mein Herr. Dieser Pfad ist gefährlich. Sprechen wir mit ihr. Gefährlich für einen Samurai, aber nicht für eine Priesterin? Was tut ihr hier? Meine Pflicht. Ich kümmere mich um die Schreine. Nach dem Krieg werden die Leute diese Tori-Tore als Wegweiser brauchen, damit sie die Shinto-Schreine finden und die Kami um Schutz bitten können. Wir brauchen ihren Schutz jetzt. Ja, doch die Pfade sind zu heimtückisch. Ich wollte den Schrein in der Nähe besuchen und bin fast zu Tode gestürzt. Vielleicht erreiche ich ihn. Ich habe als Junge jeden Baum und Fels um mein Dorf herum erklommen. Wenn ihr es bis dorthin schafft, betet für unsere Insel. Und nehmt euch einen Omamori-Talisman mit. Omamori? Tragt ihn bei euch. Er wird euer Schicksal verändern. Und vielleicht das Schicksal unserer Heimat. Danke. Folgt den Tori-Toren. Sie führen euch zu den Schreinen überall auf der Insel. Und zu den dortigen Omamori-Talismanen. Okay, schauen wir doch mal. Kann man hier runterfallen? Okay, das ist ein kleines Loch. Schaut schon geil aus. Unten ist irgendwie noch eine Quelle oder sowas. Ich werde danach dann gleich mal hinschauen. Ich muss mal schauen, wo das auf der Karte ungefähr ist. Okay. Okay, von da bin ich gekommen. Ja, ein bisschen hoch geht schon noch. Ich traue mir da gar nicht rüber zu springen. Hier weiter. Steinkampfhaltung. Sind?
Nein! Oh! Die Vorräte noch mitnehmen. Aber ist hier noch was? Ne, schaut's eigentlich ziemlich leer aus. Okay, dann schauen wir wieder hier hoch. Talisman von Amaterasu. Sonnentalisman. Warte, hier habe ich ja jetzt einen drin. Jetzt können wir hier auch einen reintun, oder? Genau. Gegenzüge stellt eine mittlere Menge Gesundheit wieder her. Okay, gibt's. Machen wir den mal rein. Schrein verlassen. Ja, sehr gut. So, jetzt wollte ich aber mal gucken. Hier irgendwo. Hier irgendwo muss eine Quelle sein. Ich gehe einfach mal hier rum, würde ich sagen. Schau, was da mit dem Wasser da auf sich hat. Genau, da wollte ich hin. Heiße Quelle mit Bergblick. Kann ich hier was machen? Ah, ausruhen. Okay. Oh, Lackbahn. Sinnieren über mein Vater, mein Onkel und mein Vater. Den Tag seines Todes vergesse ich nie. Ich hätte meinen Vater retten können. Wäre ich älter gewesen, stärker und nicht so verängstigt. Ah. Maximale Gesundheit erhöht, okay. Es war bloß minimal gewesen, aber okay, gut zu wissen. Schauen wir mal, was das da vorne ist. So ein kleines Lager oder so. Das kann man auch gerne mitnehmen. Mal schauen, geben wir die Quests. Ihr seid ein wahrer Krieger. Mein Herr, wollt ihr euch den anderen anschließen? Was meint ihr? Ich hörte, in der Präfektur Asamo sammelt sich eine kleine Widerstandsgruppe. Auch andere wehren sich gegen die Mongolen? Tapfer. Aber gefährlich ohne Training.
Ich suche sie. Okay. Ah, okay, die geben Quests. Ja, machen wir das gleich mal. Können wir gerne die Gegend ein bisschen erkunden. So, okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Mal schauen, ob es hier irgendwelche Vorräte oder so gibt. Ah, was mache ich denn? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ah, die Richtung wird schon passen. Okay, hier scheint Kämpfer zu sein. Kämpfen wir! Das sind nicht zu heuer Hochsnah! Oh, gleich zweier gewesen. Okay, so schnell kann man sterben. Ich habe natürlich wieder mal nicht geheilt. Nein. Okay, jetzt probieren wir gleich nochmal. Jetzt aber bloß ihn. Hä? Wo sind denn die? Die haben wir doch gekillt. Normalerweise respawnen die das dann wieder, oder? Wenn ich es nicht schaffe. Oop.
Okay. Hier ist aber so nichts mehr, oder? Scheint nichts mehr zu sein. Dann schauen wir hier weiter. Oh, Vogel. Bringt wahrscheinlich genau zu dem Versteck jetzt. Sprich mit der Frau. Mein Herr, seid ihr auch hier, um der Asamo-Liga zu helfen? Bitte? Noch nie davon gehört. Bauern und Fischer haben sich gegen die Mongolen zusammengetan. Ich kam aus Ariake, um sie auszubilden. Ich bewundere ihre Tapferkeit. Wie geht die Ausbildung voran? Sie sollten mich schon vor Stunden hier treffen. Ich wollte sie gerade suchen. Ich reite mit euch. Für Tsushima. Ihre Anführer sind in einem Gehöft in der Nähe. Sie werden wissen, wo der Haupttrupp ihr Lager hat. Schauen wir mal, wo uns die Frau hier hinführt. Als Kind träumte ich davon, ein Samurai zu werden. Jetzt reite ich neben einem Echten. Doch ihr wisst, wie man kämpft und mit Pferden umgeht. Mein Dorf an der Küste wurde ständig von Piraten geplündert. Sie töteten meine Eltern, als ich jung war. Ich lernte mich zu verteidigen. Ich hoffe, mein leidvoll erworbenes Können kann den Leuten hier von Nutzen sein. Ja. Kein großer Unterschied zu den Samurai. Mein Herr, ihr schmeichelt mir. Dort vorne brennt es. Das Bauernhaus. Okay, sind ein paar Gegner. Mäht sie nieder! Hui! Arvo! Okay. Wenn die Mongolen sie gefunden haben, dann vielleicht auch den Haupttrupp. Ich hätte früher kommen müssen. Wir können die anderen warnen. Hört ihr? Oh. Sie können den Haupttrupp entdeckt haben. Wir müssen ihnen helfen. Schnell, mein Herr! Wartet! Macht doch schon! Wir sind zu spät. Okay. Wir können nicht alle retten. Dann werde ich die Toten rächen. Ein Samurai bewahrt Ruhe vor einem Kampf. Wartet!
Erreiche das Missionsgebiet, okay. Besiege die Mongolen. Ihr werdet für eure Verbrechen bezahlen. Alter. Alter. Okay. Dann muss ich schneller reingehen. Ich muss die Haltung wechseln. Vergesst es jedes Mal. Was ist denn da los? Wartet! Wie sieht man, wer jetzt reinstürmen muss? Ihr werdet für eure Verbrechen bezahlen! Oh, warum weiche ich denn nicht aus? Versteh's nicht. Alter Schwede. Heftig, was ist denn los, Inge? Ich glaube, wir werden jetzt erstmal an den Bogenschützen ranpirschen. Der mir jedes Mal von hinten die ganzen Hits gibt. Gibt's doch nicht. Ist vielleicht doch zu schwer vom Level her. Das gibt's doch nicht. Dann merkt man gleich, ich hab zwei Tage nicht gezockt. Wartet. Gar nicht mehr so einfach. Ihr werdet für eure Verbrechen bezahlen.
Alter Schwede. Muss ich erstmal schnell umgucken hier, ob es noch irgendwelchen Loot gibt. Wir haben es geschafft. Ja, noch 20 Versuchen. Ihr habt Talent. Doch ihr seid bei eurem Ansturm fast gestorben. Machen euch die Mongolen nicht wütend? Die wichtigste Waffe eines Samurai ist er selbst. Ohne Kontrolle riskiert ihr zu verlieren. Verstehe. Ich sollte nach Hause zurück und meine Gefühle beherrschen lernen. Kämpft weiter. Wir brauchen Leute wie euch. Doch vergesst die Lektion nicht. Das werde ich, mein Herr. So, dann hätten wir das auch geschafft. Jetzt könnten wir mal hier schauen. Talisman der, genau. Jetzt langsam gehen die Talisman-Dinger hier voll. Sehr schön. Gut, Leute, damit würde ich sagen, was ist auch schon wieder mit der Folge. Wie es dann weitergeht, schon mal in der nächsten an. Aber wir könnten nur noch schnell auf die Karte gucken, was wir jetzt hier machen könnten. Bambusstände. Ich hasse das. Und können wir mal. So, ich glaube, so eine Dinger mache ich offline, Leute, weil das wollt ihr nicht sehen. Da bin ich nicht so stark bei sowas. Schwertschmied, verfügbare Verbesserung 1. Da warten wir aber noch. Ich weiß ja eben auch nicht, wie viel kriegen wir hier andere Katanas dann später auch noch, oder? Ich weiß es nicht. Wir könnten dann vielleicht mal hier so ein bisschen runtergehen. Vielleicht finden wir noch ein paar Fragezeichen. Genau, das würde ich sagen. Den Weg da runter schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder am Start seid und ja, wenn ihr mich bitte unterstützt mit einem Like, Kommentar oder auch Abo. Alles gern gesehen und ansonsten würde ich sagen, jo, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Reingehauen, euer Andi.